Es dauerte eine schlaflose Woche, angefüllt mit Datensammeln, aber schließlich konnte ich meine Freunde lokalisieren. Eingesperrt in den mysteriösen Türmen Prags. Für den Augenblick sind sie unfreiwillige Gäste der berüchtigsten Gefängniswärterin von Interpol, der Comtesse. Noch als Studentin der Kriminalpsychologie stürzte sie sich in eine stürmische Romanze und heiratete einen wohlhabenden Aristokraten. Leider war die Verbindung nur von kurzer Dauer, da der General unter seltsamen Umständen einige Wochen nach der Zeremonie starb. Die verwitwete Comtesse nutzte ihre Ausbildung und ihr neu erworbenes Vermögen und gründete ein Rehabilitationszentrum für Kriminelle. Ihr bahnbrechender Einsatz der Hypnotherapie brachte gute Ergebnisse und begründete ihre prominente Position bei Interpol. Meine Freunde befinden sich irgendwo in der Klinik und werden der Gehirnwäsche der guten Samariterin unterzogen. Wenn ich sie nicht bald rette, arbeiten sie demnächst von 9 bis 5 als Schuhverkäufer. Und ich habe 2 beste Freunde weniger. Bentley saves the gang in Gefängnisausbruch Jailbreak. Okay, das hört sich wirklich nicht sehr gut an. Willkommen zurück übrigens bei Sly 2 Band of Thieves. Wir müssen die beiden unbedingt retten, bevor das passiert. Und ich weiß nicht, ob wie ihr das findet, aber ich glaube, die Comtesse hat es absichtlich gemacht, dass ihr General gestorben ist, weil man hat ja in dem Film gesehen, das Gläschen von dem General war ein bisschen müffelig. Vielleicht hat sie das extra so gemacht, damit sie das Geld bekommt, um sowas hier zu gründen. Kann ich natürlich falsch liegen. Okay, wir sind allein. Was können wir denn kaufen? Adrenalinstoß. Renne, wie keine Schildkröte vor dir gerannt ist. Kostet 1000. Atlasstärke. Renne und springe, während du Dinge trägst. Das hört sich doch schon gut an. Wir haben nichts. Was hat Sly Neues? Wecker. Verwirre deine Feinde mit diesem ablenkenden Wecker. Am liebsten wäre mir die Atlasstärke. Kaufen. Egal, ob wir es jetzt schon benutzen können oder nicht. Ich sollte rüber zum Haus der Comtesse gehen. Vielleicht finde ich ein paar Spuren, die zum Aufenthaltsort von Sly und Murray führen. Also dafür, dass er Angst hatte, mit der Schaltung umzugehen, hat er eigentlich ganz gut eingeparkt. Oh. Okay, hier fahren Züge rum und ich höre irgendwo schon wieder eine Flasche. Wahrscheinlich ist es nur ein Zug. Okay, wo ist die Flasche? Vor unserem Dach? Egal. Man sieht schon, es ist ein bisschen düster geworden. Schaut mal zum Himmel. So, hier haben wir ein Geier oder so. Was zum Geier? Egal. Blöde Vogelviecher hier. Ich glaube, es ist ein Geier. Oh, und hier haben wir einen blutrünstigen Wolf und eine Fledermaus. So, die schläft aber jetzt eine Runde. Oh. Okay, die hat getroffen. Nee. Ich komme hier nicht durch. Ich brauche Sly. Wo muss ich denn hin? Das ist also das Gefängnis. Kommen wir da auch? Können wir auch da drin rumlaufen? Da hinten? Okay, ich nehme mal an. Okay, das sah schon so auffällig aus. So. Du schläfst noch mal eine Runde. Tut dir auch gut. Hast überall schon solche Augenringe. So, okay. Der liegt da, aber der schläft nicht. Der hat seine roten Augen offen. Oh, nicht gut. Miet hat uns nicht gesehen. Ich stand doch direkt vor dem seiner Fresse. So, da hinten. Mist. Da kommt er angedaggelt.
belausche die Comtesse. Das ist unsere erste Aufgabe. Okay. Habe ich gerade gelesen. Da. Belausche die Comtesse. Wow. Weg. Nee. Oh Gott, da ist ein Panzer. Na toll. Keine Statuen. Doch, Statuen. Keine Feinde. Oh. Mist. Ich hab gedacht, ich kann runterschlagen. So. Hallöle. Da kommen schon die nächsten. Au. Bam. Hab ich getroffen, ja. Bam. Der Größenstabilisator ist gut. Zack. So, Panzer, geh weg. Muss da hoch, ne? Okay. Also da lang. Alter! Was? Ach du Scheiße. Hopp. Das ist ja fies. Sowas macht man doch nicht. So, und jetzt? Das Dach? Klappt sogar. Hm? Da muss ich sogar hin, aber wie war ich denn sonst da hochgekommen? Fragte er sich. Ach. Guck, hier wäre dieser Wagen gewesen. Aber wenn der... Hm. Komisch. Egal, ich bin hier oben und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. So, hier war das, ne? Ja. Okay. Aha, die Comtesse macht ihre Runden. Da ist sie. Moment. Die Federn meiner Schlafpfeile vibrieren bei nahen Geräuschen. Wenn ich meine Position auf dieser Parabolantenne behalte, müsste ich die Frequenz aus der Entfernung abhören können. Großartig! Wenn ich die Comtesse mit meinen Pfeilen markiere, kann ich mithören, was sie sagt. Vielleicht höre ich sogar, wo sie Sly und Murray eingesperrt hat. Okay, also dürfen wir die Comtesse abschießen. Wo ist sie denn? Da hinten war sie. Da. Feuer. Die Claw-Gang bricht auseinander. Die Spice-Lieferungen wurden fast gestoppt, ah? Ich wäre nie eingestiegen, wenn ich gewusst hätte, wie einfach der Plan durchkreuzt werden konnte. Wenigstens ist die Cooper-Gang hinter Schloss und Riegel. Ihre kriminelle Moral flieht im Angesicht menschlicher Selbstsucht. Nun gut, sie werden es bald ebenso sehen wie ich. Habe ich gerade richtig mitbekommen, dass sie Mitglied der Claw-Gang ist? Ach du Scheiße. Diese Trottel bei Interpol schicken mir immer mehr Kriminelle und ich mache immer mehr Geld. Seltsam, dass noch nie jemand diese Idee hatte, Kriminelle zu hypnotisieren und zu zwingen zu verraten, wo sie ihre Reichtümer versteckt haben. Ich bin ein Genie, wenn ich nur mehr Spice für die Hypnose hätte. Warum immer nur Spice? Jetzt benutzt sie Spice, um die Leute zu hypnotisieren. Das wirst du gefälligst nicht machen. Sly Cooper, welch ein komplexer und rebellischer Verstand. Ein Monat oder zwei im Loch und selbst er ist gebrochen. Lass ihn dort versauern, Woche für Woche. Er weiß, dass die Wachen an der Wand alle Bewegungsmelder haben. Es gibt keinen Fluchtweg. Langsam wird er erkennen, dass er in der Falle sitzt. Und ich kümmere mich um seinen Geist. Nichts da. Unfassbar! Sie ist gar keine Ärztin. Das ist das ruchloseste Verbrechen, von dem ich jemals gehört habe. Die Insassen unter Hypnose stellen, damit sie preisgeben, wo sie ihre Beute versteckt haben. Das ist eine Schande für Gesetzeshüter und Diebe gleichermaßen. Genau. Ich sollte anfangen und einen Weg suchen, Sly aus dem Loch zu holen.
Ach du Scheiße. Die Comtesse gefällt mir jetzt schon. Okay, wo muss ich hin? Zug hacken. Okay. Geronimo. Bumm. Denn das ist eine Fledermaus. Die schläft. Brave Fledermaus. So. Bumm. Und hopp. Hallo. Guten Tag. Tschüss. Ach, guck mal. Aber ich kann mich mit dem Fass nicht bewegen. Ach, schade. Egal, hier kann man sich gut verstecken. Weil man sieht weder seinen Hut noch seine Armbrust, ne? Gut. Hier ist ein Schloss. Okay, wir müssen nachher wahrscheinlich Schlüssel klauen. Hallöle. Zum Glück bin ich hier hochgegangen. Da muss ich hin. Okay. Ich bin ein bisschen ruhig, ich weiß aber auch nicht warum. Mir fällt einfach nichts ein. Dieser Computer ist Teil eines Steuerungssystems für den elektromagnetischen Zug. Wenn ich mich in sämtliche Terminals entlang der Schienen hacke, müsste ich ihre Polarität umkehren und aus dem Zug ein riesiges Projektil machen können. Oh. Sein Einschlag in die Gefängnismauern sollte ein Loch erzeugen, das groß genug ist, dass Sly entwischen kann. Ja, der denkt mit, ne? Okay. Wow. Dreckszug. Das hat er absichtlich gemacht? Okay. Bevor ich da jetzt irgendwas an den PC mache, erstmal... Boom. Latsch. Okay, Kreis. Ah, okay. Und nu? Huch. Nichts geht über einen Computer-Hack-Job. Jetzt kann ich mit dem linken Analogstick meinen Cyber-Avatar steuern. Ach, wie geil. Wir dürfen wieder hacken, so wie am Ende vom ersten Teil. Nur diesmal ein bisschen abgeändert, wie ein Arcade-Spiel, finde ich. Ich muss mich durch die Barriereknoten hacken. Ja, das habe ich schon gemerkt. Bewegen, in die ich meinen Hacker schicken will. Ja, das habe ich doch schon herausgefunden, Bentley. Wenn ich den rechten und linken Analogstick gleichzeitig benutze, kann ich mich bewegen und in verschiedene Richtungen schießen. Ja, ich weiß. Warum hat denn der andere nicht angegriffen? Hm. Ach, schon fertig. Das war Nummer 1. Der Zug müsste schneller werden. Hm. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht... Oh Gott, vorbei. Puh, das war knapp. Ich weiß nicht, ob ich sofort tot bin, wenn er mich überfährt, aber so wie meine KP aussehen müsste... Also, wie meine Kraft aussieht, müsste es eigentlich schon ausreichen, wenn er mich nur kurz anditscht. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt... Ne, der schießt immer noch auf mich. Aber der andere nicht. Ich glaube, das liegt auch an der Entfernung. So. Pass auf. Der greift mich jetzt nicht an, weil er mich nicht sieht. Jetzt... Aua! Greift er mich an. Drecksack! Uah! Mist! Nein! Verdammt! Ich bin wieder zu hektisch. Oder zu hastig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich beides. Okay, zack. Nummer 2. Nur noch 4. Uiuiui, der hat jetzt aber ein Tempo drauf. So, was ist das nächste? Da hinten. Wenn ich auf den Schienen bleibe, müsste ich die eigentlich auch finden. Aber auch über diese Stromkabel gehen. Oder Stromleitung, keine Ahnung. So, komm. Bam. Oh, was mache ich denn? Oh, oh. Oh, okay, mich hat's weggeschubbt. Okay, weg, weg. Oh Gott. Okay. Okay, einfach schnell hier das Ding kaputt machen und nicht treffen lassen. Okay, das ist einfach. Jetzt nervt nicht. Lass mich einfach hier vorbei. Danke. Tschüssi. Ui, da ist er schon wieder vorbeigeditscht und ich... Das müsste den Zug um mindestens 50% beschleunigen. Ich habe gerade die
Laterne gehackt. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Ich trau mich eigentlich immer noch nicht, aber irgendwann muss ich mich ja mal wegbewegen von hier. Hauptsache, er kommt jetzt nicht vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, guck mal, hier war sogar ein... Okay, dann hätte ich es uns übersehen, wenn er mich nicht fast überfahren hätte. Danke. Oh Gott. Jetzt wird's interessant. Wow. Tot, tot. Okay, die Viecher halten dreimal meine Schüsse aus. Ihr seid ja voll blöd. Bam, bam, bam. Ja. Wop, 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 wop. Nein, nein, nein. Oh Gott, nein, 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 ich bin tot. Ich bin tot. Mist, ich bin tot. Mist, das war ein bisschen zu hektisch. Jetzt lass mich doch mal hier überleben. Drecksack. Nein, nein. Alter, voll in die Ecke gedrängt. Und der... Ja, toll. Jetzt lass mich in Ruhe. Bam, bam, bam. Geh kaputt, bevor die... Die kommen eh schon wieder. Zack, zack. Und zack. Und jetzt nach unten. Unten, unten, wo? So, einer weg. Der nächste ist auch weg. Gut, jetzt rein, 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 rein. Jawohl. Sehr gut. Es wird ein bisschen kniffliger. Nur noch zwei Terminals. So, renn, 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 da ist er gerade vorbeigedischt. Wo ist denn der nächste? Da. So, dann hacken wir mal. Hacken wir auf dem PC rum. Ach, na toll. Das sind mobile Angriffs... keine Ahnung, ist das so eine Art Antivirenprogramm? Ich bin ja schließlich der Hacker und das ist wahrscheinlich das Antivirenprogramm. Oder so, keine Ahnung. Die Firewall. Ne, das ist die Firewall, oder? Keine Ahnung, ich kenne mich mit PCs nicht aus, da könnt ihr mich echt nicht fragen. Ich wundere mich überhaupt, dass ich es geschafft habe, hier sowas aufzunehmen. Weil, mit meiner PC-Technik kann man mich eigentlich auch schon vergraben, das ist peinlich. Volle Geschwindigkeit. Und jetzt die Polarität des Feldes umkehren. Ich möchte mal sehen, wie schnell er fährt. Wow, ist der schnell. Wow, ist der schnell. Da kann sogar ich schneller fahren. Nein, ist ja schnell. Okay. Wow. Oh, Drecksack. Okay, erstmal hier kaputt machen. Au, 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 au. Lasst mich in Ruhe. Ich mache euch doch nichts. Wer hat euch programmiert? Ich gehe mich beschweren. So, okay. Ah, scheiße, da komme ich nicht durch. Warum komme ich da nicht durch? Ah, okay. Und jetzt rein, 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 rein. Und fertig. Was für eine herrliche Flugbahn. Hui. Ins Schwarze. Heieiei, Volltreffer. Ach du Scheiße, das hat erwischt. Dass es niemanden fällt oder dass jetzt niemand irgendwie sagt, was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Da hinten muss ich hin. Oh, oh Gott, nein, nein, oh Gott. Ja, geht. Oh, Alter. Volltreffer. Voll die Schildkröte gebrutzelt, du blöder Panzer. Ja, da bin ich wieder. Toll. Drecksack. Oh, oh. Alter, was hat denn der für eine Armbrust? So, doppeltot. Bumm. So, das nehme ich gerne mit. Blöder Panzer, der wird mir noch sicherlich viel Freude bereiten. Hui! Ich finde es immer süß, die Animation, wenn sie runterfallen oder saufen. Muss man ja auch mal sagen. Oder wenn sie schlafen.
Außer das Geschnarche, das nervt. Oh, das muss halt sein. Das ist das Symbol, das geschlafen wird. Und du hältst jetzt mal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, lass mich hoch. Lass mich hoch. Mist. Halt die Fresse. Ich möchte erstmal die Flasche mitnehmen. Pam.